Heute bei den Hamburger Autoperlen. Schalke-Profi Erik-Maxim Choupo-Moting braucht ein neues Auto. Luxushändler Hamid Mossadegh kümmert sich neben dem Profifußballer auch noch um ein Tauschgeschäft in Ferrari-Kreisen. Ich würde Ihr Auto in Zahlung nehmen für 195.000 Euro. Das haut mich jetzt nicht vom Hocker. Automobiler Luxus dort, offener Fahrspaß hier. Gebrauchtwagenexperte Kasi sucht eine möglichst unverbastelte Cobra. Der Reifen hängt also irgendwo permanent an der GFK-Karosse. Das hört man am Schleifen, das merkt man am Ruckeln. Und selbst bei offenem Verdeck rieche ich das. Montagmorgen bei Continental Cars in Hamburg. Unerwartete Kundschaft für Luxusautohändler Hamid, denn er empfängt heute einen nicht alltäglichen Kunden. Personal Trainer Said ist auf der Suche nach einem sehr seltenen Sportwagen. Guten Tag. Mossadegh ist mein Name. Wie kann ich Ihnen weiterhelfen? Ich suche ein Cabrio und Sie wurden mir wärmstens empfohlen von Kunden von mir. Okay, genau. Das freut mich sehr. Und da ist er hier genau richtig. Offene Sportwagen sind bei Hamids Kunden sehr beliebt. Said hat allerdings etwas ganz Besonderes im Blick. Haben Sie da eine bestimmte Vorstellung, irgendeine Marke? Ich suche eine Cobra. Eine Cobra? Das ist natürlich, ja gut, finde ich gut. Passt auch zu Ihnen. Sie wünschen sich eine Cobra? Mhm. Also wenn wir da jetzt im Originalbereich gehen, von 1961 bis 66, da bewegen wir uns in einer Preisklasse von circa so ab 400.000 Euro. Und da müsste ich von Ihnen wissen, wo Ihr Budget liegt, damit ich dann detaillierter in die ganze Geschichte reingehen kann. Ja, also ich habe ein Budget von 50.000 Euro, das soll ein Drittwagen werden. Mhm. In dem Falle kann ich Ihnen dann leider kein Original verkaufen. Schade. Aber es gibt unheimlich viele Firmen, die sich darauf eingestellt haben, Replikas herzustellen. Mhm. Haben Sie dort eine spezielle Farbvorstellung? Oder haben Sie irgendwas gesehen? Was Auffälliges. Eine 0815-Farbe, schwarz-weiß. Und wie ich das jetzt von Ihnen heraushöre, würde ein V6-Motor absolut ausreichen. Genau. Okay, ich werde das Auto jetzt suchen. Und dann würde ich mich bei ihm melden und dann würde ich Ihnen das Auto vorstellen. Okay? Super. So machen wir das. Ich kann mich leider nicht selber darum kümmern, weil ich zwei Außerhalbtermine habe. Ich treffe mich aber mit Maxim Choupo-Moting in Düsseldorf. Und da werden wir ein paar Gespräche führen, was so im Raum steht, was wohl in Frage kommt. Und danach werde ich Herrn Schlickum besuchen. Dort soll ich einen Ferrari FF in Zahlung nehmen für einen Ferrari F12 Neuwagenbestellung. Und daher gesehen kann ich mich leider nicht selber um die Cobra kümmern. Aber da habe ich ja einen Topmann an meiner Seite. Das wird Kasi für mich erledigen. Und auf ihn kann sich Hamid verlassen. Carsten Peters, genannt Kasi. Ein Hamburger Urgestein mit Benzin im Blut und einem Faible für Old- und Youngtimer. Kasi weiß, wo rings um Hamburg die Perlen stehen und was das alte Eisen kosten darf. Hamid holt ihn immer dann mit ins Boot, wenn man in die Szene eintauchen muss, um den besten Wagen für seine Kunden zu finden. Auftragsgespräch standesgemäß im Hamburger Hafen. Das ist das nächste Auto? Ja. Wir brauchen eine Cobra. Ja. Er ist ein junger, dynamischer Kunde, Personal Trainer. Ja. Trainiert unheimlich viele prominente Leute auch. Ja. Also ein bisschen so Lifestyle. Ja. Das Auto soll auffallen. Und ja, das Auto soll absolut nur für schön Wetter und ein bisschen durch die Stadt fahren und ein bisschen, ja, cruisen. Sein Budget liegt bei 50.000 Euro. Ja, also keine echte. Keine echte? Ja. Er erwartet kein Rennstreckenfahrzeug. Soll aber so aussehen. Einfach zu Eisdiele mitfahren. Alles klar, das passt. Perfekt. Na? Schickst mir alles per E-Mail. Ich schicke dir alles zu und Budget 50.000, 60.000? 50.000 Euro. Ja. Und schick mir bitte einen Fahrbericht, Karosseriezustand, ja, alles rüber. Ich, ja, lese mir das einmal durch. Damit sind die Aufgaben verteilt. Kasi wird halb Norddeutschland nach einer bezahlbaren Cobra abklappern, während Hamid einen Außeneinsatz in Düsseldorf plant, um einen Ferrari FF anzukaufen. Kasi weiß, wo er definitiv fündig wird. Denn wer in Hamburg eine Cobra sucht, für den hat er einen heißen Insider-Tipp. Auf geht zur ersten Cobra. Da fahre ich mal zu absoluten Spezies, nämlich zu Westside Cars hier in Hamburg. Natürlich geht es bei dem Budget nicht um echte Cobras. Die echten liegen bei 5, 6, 7, 800.000 Euro. War
damals das Ding auf den Straßen. Ein Zusammenschluss der Firma AC und die wirren Gedanken von Carroll Shelby haben halt dazu geführt, dass da Monsterautos gebaut worden sind, mittlerweile aber auch monsterteuer. 1961 überzeugt der Texaner Carroll Shelby den britischen Hersteller AC, in ihren blattgefederten Roadster einen Ford V8 einzubauen. Man will ab sofort Ferrari bei Rundstreckenrennen Paroli bieten. In Zeiten, als ein Porsche noch gar nicht und ein Ferrari nur nach gründlichem Tuning mehr als 200 Stundenkilometer erreicht, fährt Shelbys Schlange schon 270 Sachen. Die Geburtsstunde zweier Legenden. My name's Carroll Shelby and performance is my business. Leistung im Überfluss, ein bockhartes Fahrwerk, dazu eine Lenkung wie ein Lastwagen. Bis zum Produktionsstopp 1969 werden nicht einmal 1000 Originale gebaut. Ich bin wirklich schon einiges gefahren an Autos, aber eine Cobra noch nie. Deswegen bin ich sehr gespannt, was mich erwartet. Es gibt viele Menschen, die sind fasziniert von diesen Fahrzeugen. Vielleicht fasziniert mich das Auto ja auch. Hamburg Mitte. Hier thront das nordische Original unter den US-Spezialisten. Westside Cars bieten Oldtimer, Import und Restauration unter einem Dach. Nur eines gibt es hier nicht. Autos von der Stange. Definitiv bin ich hier richtig. 100 Jahre sieht man keine und dann gleich zwei. Und das Geilste ist, eine davon fahre ich gleich. Hoffentlich. Ich hole mir mal jemanden ran, der ein bisschen was weiß. Moin. Moin. Hallo. Hallo, Carsten. Jens, hallo. 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 Mario, grüß dich. Eigentlich bin ich ja wegen einem fertigen Auto hier, aber wenn man mal so ein nacktes Auto hier sieht, dann ist es natürlich auch schön, wenn man da mal ein bisschen genauer hinguckt. Das Auto ist eine Factory 5, einer der ganz wenigen Hersteller, die noch einen Gitterrahmen haben. Viele Hersteller haben nur einen eindimensionalen Rahmen, eine Bodenplatte, die verstärkt ist. Und hier habe ich armdicke Rohre Querverstrebungen, Längsverstrebungen. Ja. Das sieht ja aus wie Ofenrohr. Und welche bietet ihr jetzt an zum Verkauf? Die ist schon fertig, ne? Die würde ich dann natürlich auch gerne noch mal sehen. Ja, den zeige ich dir mal, was wir da deswegen haben. Deswegen bin ich hier. Ich bin echt gespannt. Gleich bei den Hamburger Autoperlen. Zum allerersten Mal nimmt Kasi in einer Cobra Platz und ist auf Anhieb begeistert. Da muss ich mich selber am Onanieren hindern, wenn ich aufs Gas latsche. Aber ich kann nicht beides. Bei den Hamburger Autoperlen ist Gebrauchtwagenexperte Kasi Peters auf der Jagd nach einer Cobra. Das Objekt der Begierde steht bei Westside Cars vor der Tür. Und dann gleich zwei, was? Ja, also auch zwei ganz unterschiedliche Fahrzeuge vom Typ her, von der Fahrwerk, von der Basis her, ganz unterschiedlich. Das Fahrzeug ist eine Backdraft Cobra von einem südafrikanischen Hersteller, auf BW-Achstechnik aufgesetzt. Ja. Beide Fahrzeuge sind gut, aber haben halt Unterschiede. Hm. Das wäre jetzt hier die Factory 5, über die wir uns unterhalten wollen. Der Factory 5 Roadster ist Amerikas meistverkauftes Kitcar. Deshalb zog Carroll Shelby dreimal gegen den Hersteller vor Gericht, um die Form der Cobra schützen zu lassen, allerdings erfolglos. Diese Replika beherbergt ein 350 PS Aggregat und darf für 55.000 Euro den Besitzer wechseln. Ah, 1,4 Liter Corsa, ne? Ja, genau. Jeweils zusammengesetzt. Ja. Ne? Also hier hast du jetzt einen 390er Motor drin, also 390 Kubik-Inch, der auch in dem Ford Mustang verbaut ist und entsprechend halt auch souverän mit ein bisschen Drehmoment lostritt. Das sieht schon echt aus wie bei der Originalen, ne? Ja, das ist schon sehr angenähert an die Originale. Ja, ja. Aber Holly war damals, glaube ich, noch nicht Serie. Ne? Nein, das Holly war nicht Serie. Und hier eben auch sehr gut gelöst, dass der Vergaser schön eingekapselt ist. Ne? Und entsprechend halt auch durch die Hutze in der Haube halt Frischluft bekommt. Zur Info, also es gibt eigentlich nur drei große Hersteller von Vergasern in Amerika. Das ist Edelbrock, Holly und Carter. Details, um die sich ein Hamid Mossadegh nicht kümmern muss. Seit 7 Jahren handelt er mit Luxusautos für Europas Fußballelite. Ich treffe mich mit Maxim Choupo-Moting in Düsseldorf. Er ist von Typ her ein Hamburger Jung, so wie er sich ja auch selber immer beschreibt. Ich finde, dass es auch sehr schade ist, dass er auch nicht mehr für Hamburg spielt. Das fehlt einem total dort. Und der ist halt sehr bodenständig. Der gebürtige Hamburger kickt inzwischen für Schalke 04, wo er eine überragende Saison spielt. Mit 1,91 Meter passt er allerdings nicht in jedes Auto. Ich habe das ja schon seit 2-3 Jahren immer so herausgehört, dass er einen Mustang gut findet. Und dann war halt ein Zeitpunkt gekommen, wo er gesagt hat, okay, jetzt kann ich es realisieren und jetzt möchte ich es haben. Und eigentlich ist er genau ein Typ für einen Mustang. Er ist
er cruist sehr gerne. Nur das geeignete Gefährt fehlt. Hamid trifft sich mit dem Fußballer in der Präsidentensuite an der Hafenspitze Düsseldorfs. Das machen wir, weil wir hier halt natürlich eine private Atmosphäre haben. Wir können hier über alles sprechen. Wir können auch hier Zahlen durchgehen, was du natürlich unten in der Lobby nicht machen kannst. Und da fallen noch viele andere, manchmal auch private Sachen oder Meinungen auf den Tisch, die dann hier oben halt diskreter behandelt werden können. Und zu dem Schalker hat Hamid eine ganz besondere Verbindung. Ja, Maxim war schon bei der Eröffnung in Wedel dabei, als Continental Cars ganz am Anfang war. Und soweit ich weiß, hatte er damals auch noch keinen Führerschein. Dann war auf jeden Fall gleich ja das Interesse irgendwie da, obwohl ich da noch den Ball sehr flach gehalten habe, weil ich ja am Anfang meiner Karriere war und erstmal ja richtig auch im Profigeschäft Fuß fassen wollte. Und bei Continental Cars werden automobile Wünsche wahr, von denen selbst Europas Profifußballer noch träumen. Maxim hat ganz konkrete Vorstellungen von seinem Traum-Oldtimer. Mustang, okay. Weißt du ja, also yeah. Oldtimer sowieso habe ich immer im Kopf. Und yeah. Das ist mir wichtiger, dass alles original ist und ja, es darf keine Replika sein oder irgendwie zu viele moderne neue Sachen drin. Mhm. Wir waren ja letztes waren wir bei Mach 1 oder bei Fastback waren wir ja stehen geblieben. 1969 wird der Mustang Mach 1 mit 6 und 7 Liter V8 vorgestellt. Neupreis 41.000 Euro. Die Sportversion des klassischen Fastback heißt ab jetzt Sportsroof. Erkennungszeichen Lufthutze auf mattschwarzer Haube. So übt der Mach 1 auch heute noch seine Faszination auf junge Fußballspieler aus. Es macht einem selbst einfach Spaß, in so einem Schlitten dann zu sitzen und einfach mal ja, dieses Gefühl zu haben, ein bisschen schneller fahren zu können als andere, in Anführungsstrichen. Und ich kann vor Glück sagen, dass ich mir jetzt auch schöne Autos leisten kann, aufgrund meines Berufs. Aber trotzdem muss es natürlich immer im Rahmen bleiben und auch wohl durchdacht. Man möchte man ja immer so ein Gefühl haben, dass man eine Wertsteigerung dabei erzielt. Ne? Auf jeden Fall. Deswegen. Gewissermaßen ist es ja eine Wertanlage auch irgendwie. Absolut, absolut, absolut. Deswegen, ich werde da weiterhin für dich schauen. Und das passt ja jetzt auch sehr gut. Über Winter könnten wir das Auto dann auch sozusagen optimieren. Und dass du dann das Auto im Sommer, in der Sommerpause dann auch genießen kannst. Ja, perfekt. Für Hamid gilt es jetzt, den Markt zu sondieren, um dem Schalker in wenigen Monaten den perfekten Mach 1 auf den Hof zu stellen. Kasi ist auf der Cobra-Jagd schon einen Schritt weiter. Generell kann man zu GFK-Karossen eigentlich sagen, dass die auch gerne mal reißen. Dafür gibt es mehrere Ursachen. Eine Ursache ist zum Beispiel, wenn die bei der Lackierung einfach zu heiß gebacken wurden, dann können da auch Risse entstehen. Und wenn ich dann auch noch gerne mal ein bisschen quer fahre, werden die Risse bestimmt nicht kleiner. Aber bei dem Wagen ist alles tipptopp. Ja, alles sehr schön. Toll natürlich auch hier die Sidepipes. Es gibt auch Hersteller, die haben keine Sidepipes. Aber ich finde, zu einer echten Cobra gehören auch so Angeber-Auspuffrohre. Weil das Auto kauft man nicht, um zu sagen, ja, ich möchte heute mal nicht auffallen. Ganz selten Cobra mit Verdeck. Also ist wirklich selten. Liegt vielleicht auch am Preis. So ein Teil wird als Bausatz geliefert, das heißt, ich muss es noch anpassen und es kostet 4.000 Dollar. So ein bisschen Silofolie, sag ich mal. Und ich sehe es eigentlich eher so, das Auto wird dadurch nicht schöner. Liegt natürlich an der Bauweise. Hier ist der hohe Überrollbügel und hier vorne die flache Scheibe. Das ganze Ding sieht quasi aus wie eine Kutsche, finde ich. Deutliches Unterscheidungsmerkmal bei den ganzen Cobras ist hier diese Sicke am Kotflügel. Original hatte sie diese Sicke. Viele Hersteller verzichten drauf, wie zum Beispiel bei dieser hier. Hier ist es einfach nur glatt. Liegt daran, dass es, ja, einerseits ist Geschmackssache, andererseits ist es natürlich auch so, sowas herzustellen aus Kunststoff ist nicht so ganz einfach. Andere verzichten drauf, weil sie diese tollen Formen nicht haben, um sowas überhaupt herstellen zu können. Dann mache ich den Deckel auf und gleich kommen wieder Fragen. Die erste Frage, muss ich das anziehen hier sowas? Oder kann ich auch ganz normal damit fahren? Du kannst auch ganz normal damit fahren. Musst du jetzt nicht speziell dafür tragen. Aber was gibt's dazu? Den Shelby-Rennanzug mit den Mickey-Mäusen und... Okay, und der Vorbesitzer hat im Callcenter gearbeitet oder wo kommt das her? Das ist seine Gegensprechanlage, damit er sich mit seinem Beifahrer dann auch während der Fahrt unterhalten kann. Ich fahre natürlich alleine, da muss ich mit keinem reden, aber vielleicht sollte ich die einfach aufsetzen, damit es nicht ganz so spektakulär laut wird. Ihr müsst nachher mal gucken, ob ihr mich noch versteht. Wenn nicht, dann wird das halt eine Sendung sehen statt hören. Genug rumgealbert, Kasi hält es nicht mehr aus. Zum ersten Mal in seinem Leben nimmt Kasi in einer Cobra Platz und ist auf Anhieb nicht mehr einzukriegen.
Oh, ich krieg das Grinsen auch nicht aus dem Gesicht. Kasi chauffiert im normalen Leben einen Chrysler Newport mit dem Fahrwerk einer Badewanne. Ein Sportfahrwerk, wie es in den meisten Cobras verbaut ist, bringt Kasis Rücken schnell an seine Grenzen. Das Auto ist bretthart. Ich glaube, der Federweg von der Sackkarre ist höher. Echt. Also, das ist unglaublich. Das ist definitiv ein Männerauto. Das Auto ist echt brutal. Ob das die Lenkung ist oder die ganze Haptik hier oder so, das ist nichts für Weicheier, wirklich nicht. Und auch die Allwettertauglichkeit von Cobras und ihren Nachbauten liegt nicht gerade auf VW-Golf-Niveau. Also ich habe bisher den Sinn und Zweck von Sidepipes nie wirklich verstanden. Bei dem Auto wird es jetzt klar. Keine Heizung, keine Scheiben, ein flatteriges Dach. Aber wenn der Wagen erstmal warm gelaufen ist, kann ich mir außen zumindest die linke Hand an den Sidepipes wärmen. Jetzt machen die Sachen wirklich Sinn. Ganz großartige Erfindung, Herr Shelby. Krümmer und Sidepipes sind keramikbeschichtet. Dadurch soll weniger Hitze im Motorraum entstehen und temperaturbedingter Leistungsverlust der Vergangenheit angehören. Also, was man zu diesem Auto sagen kann, die Lenkung ist super direkt, da wackelt nichts, da ist nichts ausgeschlagen. Das Auto ist perfekt. Oh, da muss ich mich selber am Unanieren hindern, wenn ich aufs Gas latsche. Aber ich kann nicht beides. Mal sehen, ob ich den in unser Budget kriege. Also ich glaube, das wird eng. So, einigermaßen elegant rausgekommen. Schlüssel habe ich stecken lassen. Ja. Ein Traum. Ja. Also das Auto ist wirklich Wahnsinn auf Rädern. Sie hatten den Preis genannt, 55, ne? Oder so? 55, genau. Wir müssen noch ein bisschen was umbauen. Hupenknopf, obwohl man den eigentlich weniger braucht. Ja, aber man hat ja Gaspedal, ne? Da hupt man mit Benzin, genau. Also alles gut. Mein Problem ist, ich habe nur 50. Das ist zu wenig. Ich kann sicherlich noch ein bisschen nach unten, das Leben besteht ja aus Handeln. Meine 52 muss ich Minimum haben, weil sonst ist irgendwann auch Schluss. Also 52 ist das letzte Wort. Ja. Kasi, eine Sache ist klar, ne? Wir haben ja ein Budget gekriegt von 50.000. Und wenn ich mir das so anschaue, liegst du jetzt bei verhandelsten Auto auf 52.000. Das habe ich nicht so richtig verstanden, ehrlich gesagt. Ja, weil ich 50 und 52 nicht unterscheiden kann. Ja, das Gefühl hatte ich auch. Ich für meinen Teil sehe das so, wer 50.000 hat, hat auch 52.000. Absolut, nee, du hast ja vollkommen recht. Wenn der Kunde jetzt reingekommen wäre und hätte gesagt, so, ich möchte einen V8, ich stelle mir das vor, so und so und so, es muss ein Factory 5. Der Kunde, ich gehe davon aus, dass der Kunde gar nicht weiß, was Factory 5 bedeutet. Okay, dann gucke ich mal ein Regal tiefer nach. Ja, okay. Da gibt es ja auch andere Bausätze, muss ja nicht Factory 5 sein. Ich werde mal weiter gucken. Du musst jetzt mal ein bisschen vielleicht das Augenmerk noch ein bisschen mehr auf die Optik legen. Auf jeden Fall, ja, genau. Ich guck mal weiter. Für Luxusautohändler Hamid geht es heute zur Abwechslung nicht nur um den Ver-, sondern Ankauf eines italienischen Sportwagens. Ich bin auf dem Weg zu einem Kunden in Düsseldorf. Er möchte sein Ferrari FF in Zahlung geben und möchte dafür einen neuen Ferrari F12 haben. Bei dem Ferrari FF ist es leider so, dass sich das Auto preislich bis sehr schlecht entwickelt hat. Der Kunde wird dementsprechend auch sehr, sehr viel Geld verlieren. Und das wird meine Herausforderung sein, Ihnen das Ganze gleich beizubringen. Hallo, Herr Schilkow. Hallo, Herr Mossad. Grüße Sie. Vielen Dank, dass Sie heute sich die Zeit genommen haben und dass ich auch hierher kommen durfte. Hans Schlickum ist ein Industrieller. Er hat eine große Fabrik, die stellen Getrieben her für Fahrzeuge. Und daher ist es eine große Ehre für mich, weil er sitzt ja genauso an der Quelle. Es wird nicht einfach sein, mit ihm zu verhandeln. Er ist ein super Geschäftsmann. Ich bin mal gespannt, was da auf mich zukommt. Ja, ich habe ihn schon rausgefahren aus der Garage. Ja, die Kennzeichen sind ja gigantisch, ne? FF und mit 660 PS. Erstmals haben sich die Italiener beim Allrad FF für ein Shooting Brake Hack entschieden. Ein Novum bei Ferrari. Im erstaunlich großen Innenraum finden ein paar Ski ebenso Platz wie vier Erwachsene. Damit sieht der von Pininfarina entworfene 12-Zylinder FF mit 660 PS aus wie ein Kombi und, kein Witz, seine Rückbank lässt sich sogar umklappen. Kennen Sie den Unterschied zwischen roten Ferraris und den andersfarbigen? Nein, erzählen Sie mir. Die andersfarbigen sind schon bezahlt.
Das ist gut. Das muss ich mir merken. Ich habe ihn jetzt nicht noch mal gewaschen. Nein, alles gut. Damit Sie nicht das Gefühl haben, es ist eine Verkaufswäsche oder sowas. Nein. Alles gut. Auch die Felgen sind ja noch in Ordnung. Das ist ja, das wäre schlimm, wenn man den Bürgersteig damit küsst. Aber der hat auch erstaunlich wenig, oder fast, der hat ja gar keine Steinschläge. Ja, dem bin ich immer ausgewichen. Man sieht ja, was ein Fahrbahnbelag man vor sich hat. Ja. Und wenn man dann sieht, dass mal neu geteert oder Rollsplitter liegt, dann muss man natürlich sofort runter vom Gas. Und gerade bei so einem Auto. Klasse. Klasse. Ja, die Farbkombination ist ja zu schwarz innen mit Kontraststitching. Ist ja auch, ist ja ein bisschen Leben reingekommen. Sieht sehr gut aus. Darf ich mich reinsetzen? Ja, natürlich, natürlich. Das haben Sie vom Werk bestellt, die extra Lackierung? Ja, das wollte ich gerne so haben. Normal ist das in Aluminium. Das war mir aber dann zu schreiend. Nee, sieht sehr gut aus. Schauen wir uns mal den schönen V12 an. Ja. Wie kamen Sie darauf, damals sich für den FF zu entscheiden? Das ist ja schon im Ferrari-Bereich schon ein exotisches Auto. Ja, ich wollte halt die Möglichkeit haben, mit 4 Personen komfortabel und schnell unterwegs zu sein. Und der Allradantrieb war neu bei Ferrari. Können Sie mal kurz den Motor starten? Dann können wir uns das mal einmal anhören zusammen. Ja, gerne. Perfekt. Lassen wir ihn atmen. Perfekt. Sehr gut. Ja, perfekt. Dann, wenn Sie nichts dagegen haben, würde ich gerne eine Probefahrt mit Ihnen gemeinsam machen. Und dann sind wir erstmal soweit durch. Okay? Klasse. Der regt dann selber runter, ne? Ja, klar, das ist ein Kaltstartautomatik. Dann kommt er noch mal runter. Boah, traumhaft. Während der Ferrari 4 ein wahrer Allrounder sein will, sucht Kasi in Hamburg noch nach dem perfekten Oben-ohne-Renner für schmale Kasse. Die erste Cobra war seinem Chef in jeder Hinsicht eine Nummer zu groß. Das nächste ist nicht ganz so heftig. Einmal über die Elbe Richtung Süden nach Harburg. Bin gespannt, was mich da erwartet. Ich habe natürlich nur die Fotos gesehen. Und bei dem Wagen ist eins natürlich richtig auffällig, und zwar die Lackierung. Der frisch lackierte Brite hat allerdings auch schon 125.000 Kilometer auf der Uhr. Also Augen auf. Ah, hallo. Hi. Wir haben telefoniert. Ja, genau, Kasi. Yücel. Na, ich habe gewusst, dass du eine hast. Das hast du ja schon schön präsentiert hier. Aha. Pilgrim ist einer der erfolgreichsten britischen Cobra-Hersteller und produziert den sogenannten Sumo in hohen Stückzahlen. Pilgrim heißt übersetzt Fremdling. Insgesamt haben 3.500 Bausätze ihren Weg in die Fremde geschafft. 34.000 Euro soll die Cobra im Golf-Design kosten. So gut wie alles neu? Ja. Neue Armaturen? Ja. Was Sie selten haben, eine Fensterlüftung? Ist natürlich wichtig, wenn einem der Kopf wegfriert, dass die Scheibe frei ist. Ne? Das ist ganz wichtig, auf jeden Fall. Lackiert wurde sie vor 3 Jahren? Ja. Auch die orangen Rallye-Streifen sind lackiert, nicht geklebt. Ah, okay. Mhm. Neuen Reifensatz hat er bekommen. Sidepipes sind auch neu, gerade mal ein Jahr alt. Ja. Kasi nimmt den Pilgrim genau unter die Lupe. Bremsen und Dichtungen wurden bei dem Modell aus 1982 bereits erneuert. Nur die Motorenbezeichnung sorgt für Fragezeichen. Original 427er Cobra Jet, ne? Auf jeden Fall. Gucken wir mal rein. Das glaube ich dir jetzt nicht. Mach mal auf den Deckel, bitte. Ach, da fehlen doch schon mal 2 Zylinder. 130 PS? Ja. Ist das Ford, aber, ja? Okay. Ford, genau. Ja. Und läuft sauber, meinst du? So, wie es sein soll. Du, dann schmeiß mal an, bitte. Das will ich dann doch mal hören. Nichts gegen Angeberei, aber wenn man komplett die Konversation mit der Außenwelt abstellen muss, weil sowieso kein Mensch einen mehr versteht, ist es schon ein bisschen übertrieben. Also ich würde auf jeden Fall dann, wenn was gemacht wird, Hamid empfehlen, mal 20 Paar Socken zu kaufen und die da irgendwo noch reinzudrücken, dass man das zumindest ein bisschen abdämpft. Hörst du mich überhaupt noch? Ah, hörst du mich noch? Jetzt wieder. Ah, alles klar. Nee, klingt super, würde ich gerne fahren. Hört sich gut an, ne? Ja. Der Roadster ist mit einem 2,8 Liter Motor aus dem Ford Granada ausgestattet. Was ihm an Zylinderzahl fehlt, versucht er mit der Auspuffanlage wieder wettzumachen. 6 Zylinder und das Ding macht Krach wie 20 Zylinder. Es ist unfassbar.
Mal ganz ehrlich, wer fährt mit so einem Eimer rum in der Lautstärke? Das macht kein Schwein. Es sei denn, der hat irgendwie was mit der Dachlatte gehabt. Das mag sein, dass man sagt, okay, gut, er kann nichts dafür. Das ist, hat er auch eine harte Kindheit. So ein Auto hat man eigentlich nur, wenn man Single ist. Und das wäre genauso, als hätte ich so einen Pidi-Mann und gehe in einen Kondomladen und sage hier XL bitte. Für den Alltag ist sowas nichts. Da wird man irgendwann bekloppt. Aber regt sich nicht auf. Nein, ich bin ganz ruhig. Trotzdem weiß die Cobra zu überzeugen. Der Fahrspaß wird nur durch die Abwesenheit eines kleinen Details getrübt. Hub habe ich noch nicht entdeckt. Das muss natürlich repariert werden. Was natürlich sofort auffällt hier, ist der defekte Drehzahlmesser. Das geht nicht. Das muss repariert werden. Ich bin bei dem Wagen nie über 1000 Umdrehungen. Wenn ich hier reinlatsche, dann passiert gar nichts. Und das drückt so ein bisschen den Preis. Und natürlich muss man so einen Wagen auch erstmal an Mann bringen. Das ist kein Golf 3. Von daher sind 34.000 vielleicht eine Verhandlungsbasis, aber definitiv nicht der Endpreis. Definitiv nicht. Zur Festlegung des Endpreises gehören aber immer zwei. Mal sehen, was Vijay zu Kasis Urteil sagt. Das macht Laune. Wie bitte? Also ich höre wirklich nicht mehr viel. Echt nicht. Lass das Auto auf dich wirken. Bild schön. Ich habe so viel Wirkung gehabt heute. Ich kann 3 Tage nichts hören. Also als erstes den Gurt finde ich beschissen. Sagt ihr so, wie es ist. Ich kann damit nicht umgehen. Der Drehzahlmesser scheint nicht zu funktionieren. Okay. Eine Hupe habe ich nicht gefunden, aber da sagst du mir bestimmt, wo die ist. Da, wo sie hingehört? Ja, genau da ist sie nämlich nicht. 31. 31? Mhm. Das bekomme ich nicht hin. Also da musst guck du dir das Auto gehen. An. Ja, ich sehe das Auto, ich bin ja nicht blind. Mein letztes Angebot 32.000. Brauchst mich gar nicht so angucken. Alles klar. Bleibt abzuwarten, was Hamid zum verhandelten Preis sagt. Ich habe mir das Auto auch angeschaut. Die Bilder hast du mir geschickt per E-Mail. Macht erstmal so einen super Eindruck. Erstmal. Vom Preis her stimmt sie auch erstmal. Wobei ich glaube, da müssen wir das ein oder andere noch mal investieren für die Zulassung und so weiter. Aber was meinst du, können wir. Ich habe auch mal ein bisschen geguckt und so weiter. Aber da können wir noch. Können wir da noch eine Stufe niedriger gehen? Was denkst du? Was ich denke? Du bist eine Meckerfritze. Ganz ehrlich, ich komme mit einem Factory 5 hier ums Eck. Du, Factory 5 hin und her. Ja, Top-Auto. Du hast dich echt dann verliebt, sagst ne? Du zu mir, sagst du zu mir, nee, V8 und 2000 über Budget und oh, Kasu, versteh doch, ich muss auch leben, ich habe Kinder und weißt du? Und dann komme ich mit dem Auto von der Optik tipptopp. Tipptopp Karosse, keine Risse, super Lack. Einzige, was war ein bisschen laut. Und jetzt kommst du, ja, nee. Ja. Nein, weißt guck mal, du? Nee, jetzt warte mal einen Moment. Nur ganz kurz mal. Okay, erzähl. Ich meine, was erwartest du von mir? Jetzt soll ich wieder in die Kälte, ne, und noch mal gucken, ob ich für den Herrn Mossadegh noch was Günstigeres finde. Mal, genau darum geht's mir. Zurück nach Düsseldorf. Hier will Hamid einen Ferrari FF ankaufen. Das ist ja wichtig auch bei den beim 12-Zylinder, dass der Motor seine Temperatur erreichen muss, bevor sie richtig aufs Gas treten. Der kleine Italiener hatte vor 8.000 Kilometern noch einen Neupreis von knapp 280.000 Euro. Ja, der lässt sich fantastisch fahren. Ich habe es eigentlich auch nicht anders erwartet. So, ruhig mal einmal die Ventile durchblasen. Nee, der fährt gigantisch. Der fährt gigantisch. Trotz überzeugender Fahrleistungen möchte sich Hans Schlickum bereits wieder vom viersitzigen Ferrari trennen. Wie kommt es, dass Sie jetzt sich nach was Neuem umschauen? Möchten Sie jetzt wieder was möchten Sie sich verändern? Oder ist das Auto Ihnen zu langweilig geworden? Oder? Nein, nein, um Gottes Willen. Aber ich hatte schon mal diesen F12 auf der Messe gesehen. Und okay. Das Gespräch heute soll ja auch dazu dienen, mal zu eruieren, wo käme man aus. Mhm. Beim Ferrari-Fahren ist es meiner Meinung nach so, nur der erste tut weh. Ja, ja, ja. Weil ja, da haben sie nichts zum Eintauschen. Ja. Und beim zweiten oder wie auch immer dritten, da sind die Schmerzen, weichen dann der Begeisterung für das Neue. Und der F12 hat mich optisch angesprochen. Okay. Und, was ja von vorne fast identisch ist, ne? Die Lampenführung, das ist ja die neue Generation Ferrari. Ja. Wobei der F12 halt noch ein bisschen schnittiger ist, vom Fahrwerten her. Schnellste Straßenzulassung, was bisher Ferrari produziert hat, bis leider Ferrari kam. Ja. Und, ist auch ein traumhaftes Auto, aber Wahnsinn, ja.
äußerst begrenzte Stückzahl. Deshalb möchte der Topmanager den neuen F12 bei Hamid bestellen, im Tausch gegen seinen FF. Das Auto von Herrn Schlickum hat so circa um die 280.000 Euro gekostet, neu. Die sind leider im Preis ein bisschen gesunken, weil die Nachfrage nicht so hoch war. Da muss ich mal schauen. Ich würde irgendwo im 100er-Bereich liegen wollen. Aber das wird mit Herrn Schlickum nicht so einfach. Dann würde ich sagen, wenn Sie nichts dagegen haben, gehen wir rein. Ja, bitte. Und dann besprechen wir das alles. Ja. Es kommt auch immer darauf an, was er sich für einen F12 aussucht. Wenn er sich jetzt natürlich einen F12 als Basis aussucht, dann kann ich natürlich nicht so viel für seinen Ferrari FF bieten. Aber wenn wir jetzt seinen Ferrari F12 unheimlich gut ausstatten, dann habe ich natürlich mehr Spielraum. Die Marge liegt immer in den Optionen, was man dazu bestellt. Aber so wie ich seinen FF jetzt sehe, gehe ich mal davon aus, dass er auch ein Auto bestellen wird, wo roundabout so circa bei 330.000 Euro liegen wird. Deshalb sollte der Neukunde in Spee jetzt das große Kreuz machen. Das ist das Liftsystem. Ja, das brauchen wir. Genau. Mein Lichtsystem. Genau. Ist das nicht serienmäßig? Nicht mit diesem Tagfahrlicht. Nein, das mag auf jeden Fall, keine Frage. Möchten Sie die Sonderabschleppung oder? Nein, dann nehmen wir die normale. Genau. Soll ja ein preiswertes Auto werden. Möchten Sie die Scuderia-Embleme auch in die Kopfschützen haben? Ja. Wollen Sie wirklich keinen Wein trinken? Nein, vielen Dank. Ich wollte meine Verhandlungsposition etwas stärken. Lenkradbereich, da würde ich Ihnen auf jeden Fall empfehlen, LED-Lenkrad zu nehmen. Weil das ist in Sachen Wiederverkauf später, wenn man weiter. Ich persönlich finde es Quatsch. Ich hatte es beim 599. Wenn das beim Wiederverkauf ganz entscheidend ist, definitiv. Bei den F12 ist das echt sehr, sehr wichtig. Jetzt kommen wir zu den Sitzen. Ja. Da können Sie ja auch verschieben. Fertig konfiguriert hat der Ferrari F12 einen Preis von 305.000 Euro. Doch was ist Hamid bereit, für Hans Schlickums alten Ferrari auszugeben? Ich würde Ihr Auto in Zahlung nehmen für den Ferrari F12, wenn wir bei den 305.000 Euro, also wenn wir bei dieser Ausstattung bleiben, für 195.000 Euro. Das haut mich jetzt nicht vom Hocker. Ja, das ist. Ich sitze immer noch. Preisverhandeln mit Herrn Schlickum. Ist eigentlich genauso, wie ich mir das vorgestellt habe. Es ist auf gut Deutsch gesagt brutal. Den FF würde ich ungern unter. Ich hätte eine schöne, sympathische Summe dahingeschrieben: 6 mal die 2. Okay. Schreiben Sie ruhig auch mal auf. Okay. Schreiben Sie mal unten auf. Damit kommen wir nicht hin. Das ist zu eng. Ich wusste von vornherein, dass es schwer wird. Ich wusste das. Also, Sie müssen mal so sehen: Es sind 8000 Kilometer. Mhm. Das Auto hat seinen Erstbesitzer, der mit dem Auto wirklich gut und sorgsam umgegangen ist. Absolut. Das Auto wurde geliebt. Mhm. Das Auto hat viel Liebe empfangen und wird dem neuen Besitzer auch viel Liebe geben. Ja. Das ist völlig was anderes, als wenn Sie jetzt bei mobile.de in Paris irgendeine ungeliebte Kiste raussuchen für 195.000. Genau. Die wollen Sie eigentlich auch gar nicht. Wir haben ja verschiedene Kategorien an Kunden. Und die Geschäftsleute zählen ja eh schon unter die schwierigen Kunden. Also was heißt schwierig? Die Verhandlungen sind aufwendiger. Aber so wie ich es da erlebt habe, habe ich es noch nie erlebt. Ich würde mich mit Ihnen, dass wir uns auf die Hälfte treffen. Auf der Hälfte? Mhm. Das würde bedeuten 214.000. Da wird sich bestimmt ein Fußballer finden, der jetzt gerade eine Vertragsverlängerung bekommen hat, der lacht darüber. Ne? Ja. Da legt ihn das Bar auf den Tisch. Jetzt hätten wir eine Zuzahlung von 81.000 Euro. Das habe ich noch nicht verstanden. Es ist auch zum ersten Mal überhaupt bei mir vorgekommen, dass ein Kunde mir meinen Stift und meinen Zettel weggenommen hat. Das gebe ich eigentlich nicht aus der Hand, nur zum Unterschreiben natürlich. Ich habe meinen Stift, das ist mein Stift, was ich von meiner Frau geschenkt gekriegt habe. Das war eine ganz neue Erfahrung für mich. Der Manager will für seinen neuen Ferrari statt 305 nur 288.000 Euro zahlen. Haben wir hier von 214 bis 88 haben wir hier einen Saldo von 74.000. Dadurch, dass es mir wichtig ist, Sie als Kunden zu gewinnen, würde ich mich darauf einlassen. Mhm. Genau. Das klingt gut. Mhm. 74.000 Euro Zuzahlung. Ich habe einen Ferrari FF. Jeder andere Händler, der da zuschaut, wird sagen, warum macht er das? Es muss immer ein Weg sein, wo beide zufrieden sind. In dem Fall kann Herr Schlickum zufrieden sein, aber wir haben eventuell einen sehr, sehr guten Neukunden dazu gewonnen.
Während hier noch Details geklärt werden, hat Kasi einen Auftrag zu erfüllen. Er verlässt Hamburg in Richtung Süden und hofft auf ein Schnäppchen. Also wenn Hamid nicht so nett wäre, ne, ich würde manchmal echt ausrasten. Ich habe ihm jetzt schon zwei Dinger präsentiert. Eine richtig schnelle und eine richtig hübsche. Naja, egal, ich gucke mir jetzt noch mal einen richtigen Engländer an. Und zwar einen Rechtslenker. Mag vielleicht den einen oder anderen etwas abschrecken. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, zwei, drei Tage, dann hat man sich dran gewöhnt. Was Kasi auf einem Hinterhof in der Lüneburger Heide erwartet, ist ein Männerparadies. Also das sieht hier definitiv nach Schrauberei aus. Ein Kaman im Laub, ein Käfer auf dem Trailer. Nur eine Kobra sehe ich hier noch nirgends. Mal gucken, ob ich jemanden finde. Hallo? Hallo? Ach du Scheiße. Das ist ja unfassbar. Zwei GT40-Replikas, zwei Lamborghini-Replikas, dann noch ein Rekord und dann noch ein Käfer, noch drei Mopeds. Und also da stand wirklich alles voll. Hey. Doch jemand da. Ich habe vor lauter Autos niemanden gesehen hier. Grüß dich. Dirk. Ja, Carsten. Ich bin völlig erschlagen hier, ehrlich. Ach, das waren viele Projekte. Viel kommt aus England. Die Cobra habe ich aus England geholt. Der GT40 hier, der kommt aus England. Da unten der GT40, den hatte ich aus England geholt. Aber heute bin ich nur wegen dem Wagen hier. Preiswerte Replikas wie diese Dax-Cobra nutzen Achsen und Fahrwerksteile von gebrauchten und verunfallten Jaguar-Limousinen und oft auch ihren Motor. Auch hier war ursprünglich ein Jaguar V12 verbaut, den der Vorbesitzer allerdings durch einen V6 ersetzt hat. Vorteil, dieser Motor hat erst 13.000 Kilometer auf der Uhr. Kostenpunkt 27.500 Euro. Natürlich GFK-Karosse, da sollte man immer auf Risse achten. Gerade hier in diesen Bereichen platzt natürlich das GFK ganz gerne mal auf. Hier auch über ein paar so Spinnen drin. Also der Rahmen ist nicht ganz so stabil. Und dann, wenn man dann ein bisschen schneller fährt, ein bisschen um die Ecken, da kommt es natürlich zu extremen Belastungen so einer GFK-Karosse. Und dann kann es natürlich passieren, dass sowas hier entsteht. Definitiv wurde die Haube mal neu lackiert. Da hat der Lackierer nicht ganz den Ton getroffen. Na, dicke Reifen war da auch drauf. Kriegst du die so durch den TÜV? Ja, das wird, glaube ich, ein bisschen schwierig. Wo ich die Cobra gekriegt hatte, stand sie auf dreiteiligen Revolution-Felgen. Ja. Und das sah total Panne aus. Ja. Und da hatte ich halt den Radsatz hier besorgt. Ich dachte auch, dass es ein bisschen besser passt. Nur es gibt in Deutschland die Bestimmung, die Lauffläche muss mit dem Kotflügel komplett überdeckt sein. Ansonsten sagt jeder TÜV, nee, ist nicht. Deswegen haben ganz viele Hot Rods auch immer irgendwelche Kotflügel irgendwo rumliegen, die sie dann beim TÜV ganz schnell mal wieder raufhäkeln und dann wieder runternehmen. Der TÜV will das so, macht ja auch ein bisschen Sinn, aber optisch natürlich eine Ansage, sowas, ne? Was natürlich sofort auffällt, das Ding hat keine Sidepipes. Eigentlich typisch für eine Cobra Sidepipes, hier nicht. Gucken wir uns gleich mal hinten an, was da verbaut wurde. Keine Sidepipes, aber hinten zwei Rohre. Ein besonderer Auspuff, die haben natürlich alles gern von Jaguar genommen. Ja, das stimmt, das stimmt. Aber das ist ein kompletter Eigenbauauspuff. Aber ausreichend Töpfe drunter, dass er nicht ganz so viel Krach macht, also auch TÜV-konform. Also hinten nicht mehr Jaguar. Ist denn vorne noch Jaguar-Motor drin oder auch was anderes? Nee, da hat der Vorgänger Vortechnik eingebaut. Würde ich gerne mal sehen. Kannst du mal reingucken? Ja. Magst du mal anmachen, den Wagen? Großserientechnik von Ford, bekannt aus dem Capri und aus dem Granada. 2,8 Liter V6. Die Lichtmaschine pfeift ein ganz bisschen. Hilft meistens schon ein bisschen Silikonspray. Kann aber auch sein, dass das Geräusch verschwindet, wenn der Wagen nachher ein bisschen wärmer ist. Zweimal herzhaft am Gas gerissen, Geräusch weg. Lichtmaschine repariert. Auch im Innenraum gibt es diverse Unterschiede. Die Amis verbauen natürlich alles, was aus Amerika kommt. Und die Engländer alles, was sie irgendwo an der Straße finden. Smith-Armaturen aus dem Jaguar. Und ich glaube, das sind original Ford Fiesta Schalthebel hier. Hier sogar mit dem Heckscheibenwischer. Bei einer Cobra das wichtigste Element überhaupt. Ich darf doch mal eine Runde fahren, oder? Na, selbstverständlich. Man sieht es ihr kaum an, aber diese Cobra ist mit Baujahr 98 das mit Abstand jüngste Exemplar unserer drei Kandidaten. Kleinste Scheibe der Welt, aber drei Wischerarme. Das junge Baujahr erklärt dennoch nicht die eigenwillige Geräuschkulisse, denn diese Cobra kann singen. Also was da hinten so...
das war schon mutig, mich in dem Wagen auf die Straße zu schicken. Ich will nicht sagen, dass ich nachtragend bin. Und ich nehme ja auch alles mit Humor in meinem Leben. Aber das war schon grenzwertig. So, und ich glaube, manch einer hätte auch auf den Sitz gepinkelt. So, wenn man bremst und auf einmal kommt da ein Qualm vorne aus den Radläufen, wie auf dem Rammstein-Konzert. Ich muss zerstören. Also das Auto entwickelt hinten Nebengeräusche, die mir ein bisschen Angst machen. Durch die dicken Reifen und durch mein nicht unerhebliches Gewicht liegt das alles auf hinten. Deswegen auch diese ganze ruckelige Fahrweise. Der Reifen hängt also irgendwo permanent an der GFK-Karosse. Das hört man am Schleifen, das merkt man am Ruckeln. Und selbst bei offenem Verdeck und bei ganz viel Wind rieche ich das. Bei der Probefahrt habe ich gedacht, du hast dich heimlich als Bezugsperson in meine Lebensversicherung eintragen lassen. Also das war schon sehr, sehr grenzwertig. Ne? Und da habe ich gesagt, Hammel, Mann, du Schlingel. Bis auf Lack und Reifen hinterlässt diese Cobra allerdings einen sehr guten Eindruck bei Kasi. Man muss nur bereit sein, selbst noch etwas Hand anzulegen. In der Anzeige stand zuzüglich Kosten für TÜV und AU. Da muss natürlich einiges gemacht werden. Was Dirk sich da vorstellt, was das extra kosten soll, kann er mir gleich mal bei der Preisverhandlung sagen. Doch vorher gilt es, das Reifenproblem auszudiskutieren. Ja, was sagst? Angst und Geld habe ich nie gehabt. Also das trifft hier, weißt du? Wenn ich mir den Reifen hier angucke, das ist irre. Ne? Also das passt noch nicht so. Das ist suboptimal, oder? Ja, ein bisschen schrapeln tut das noch. Also 27,5 geht nicht. Müssen wir sprechen, sagst du. Wenn ich mit 27,5 um die Ecke komme, dann sagt Hamid, Kasi, du hast ein Rad ab. Wenn ich dir mit dem Preis entgegenkommen soll, kann ich die Räder behalten, steck dir die dreiteiligen Revos wieder rauf. Ja. Okay. Und dann komme ich dir 3.000 entgegen. Nee, die ganzen Risse da in der GFK-Karosse und dann die wunderschöne zweifarbige Motorhaube da. Also da kann ich dir sagen, 22. Nee, no chance. 22 würde ich mir selbst dafür geben. Dafür, dass ich fast mein Leben riskiert habe, kannst du mir ruhig ein bisschen weiter entgegenkommen. Das ist eine Cobra, eine Dex Cobra. Ja, ja, und? Pass auf, 23,2 und dann will ich aber auch nichts mehr hören. 23. Nee, 23 ist zu wenig. Mann, du bist aber echt zäh. 23. Aber trifft Kasi mit dieser Cobra auch Hamids Geschmack? Ich habe auch die Bilder mir angeschaut. Also das war nicht so, was ich mir auch vorgestellt habe. Aber wir haben es ausprobiert. Ja. Ich muss wir? Wir haben es ausprobiert? Ich hab's, du hast es ausprobiert, ja, Entschuldigung. Danke. Du hast es ausprobiert. Ja, danke. Und ich muss auch da ehrlich sagen, du hast recht gehabt. Ja. Gleich bei den Hamburger Autoperlen. Für welche Cobra werden sich Hamid und Kasi entscheiden? Und wird Auftraggeber Sayed sie auch tatsächlich nehmen? Ich würde mich sehr wundern, wenn er jetzt sagt, das ist es nicht. Entscheidung bei den Hamburger Autoperlen. Ein Personal Trainer ist auf der Suche nach einer auffälligen Cobra. Drei Kandidaten stehen zur Wahl. Welche werden Hamid und Kasi dem Hamburger zum Kauf anbieten? Ich würde sagen, wir konzentrieren uns auf die Gulf Edition. Und ich gehe zu 99%, 100% kannst du dir nie sicher sein, aber zu 99% bin ich mir sicher, dass er das Auto kaufen wird. Hallo, Schoberi. Guten Tag. Wie geht's Ihnen? Super. Also ich glaube, dass wir das richtige Auto für Sie gefunden haben. Ja. Sind Sie bereit? Ich bin bereit. Okay. Und? Hammer. Das ist auf jeden Fall was Auffälliges. Saugeil. Ist das so, wie Sie sich das vorgestellt haben? Auf jeden Fall. Autohändler Hamid hat noch mal einiges in den Wagen investiert. Neben dem H-Kennzeichen wurde auch die Lautstärke der Abgasanlage in den TÜV-konformen Bereich gebracht. Trotzdem bleibt der Sound unverwechselbar. Ah, muss ich ein Auto anhören. Gut, gefällt dir auf jeden Fall. Die Cobra hat Sayeds Geschmack getroffen, aber wird er sie heute auch mit nach Hause nehmen? Super. Wie war's? Hammergeil.
War das also, so, wie Sie sich das vorstellen? Für ein V6 mit solch einem Sound? Ja. Das habe ich noch nie in meinem Leben erlebt. Jetzt kommt die entscheidende Frage. Ich will es mal kurz machen. Ja. Wo liegen wir denn da? Also wir haben jetzt das komplette Auto, so wie es hier steht, können wir Ihnen anbieten für 40.000 Euro. Allerdings haben wir jetzt auf Papier sozusagen 8.000 Euro Überschuss, was ja, wo wir haben ja noch gewisse Investitionen treffen müssen, wie Auspuff noch mal ein bisschen leiser machen, TÜV, AU und H-Kennzeichen, die Reifen mussten erneuert werden und wir mussten noch so einige Sachen im Armaturenbereich machen, da haben ein paar Temperaturanzeiger und so weiter nicht funktioniert. Gut, also damit bin ich einverstanden. Super. Und das freut mich sehr. Klasse. Dann würde ich sagen, jetzt gehen wir in mein Büro und dann bringen wir alles unter Dach und Fach. Okay. Okay? Super. Erstmal vielen Dank. Danke, Chef.